Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Wir haben hier einen Plan und einen Brustschutz gefunden, Set, das letzte Mal. Und jetzt schauen wir an, was es ist. Was ist das? Blacktons, wieso droppen die hier? Cool, das ist ja mal geil. Erhöhten Schaden vom Bombardement. Sehr schön. Können wir noch einmal sockeln. Und geheiligte Wehr. Aha. Sehr schön. Okay. Ich dachte, die können nur in T1 droppen, aber scheinbar. Ab Level 70 einfach. Wir sind hier noch auf, also wir haben auf normal zurückgesetzt, damit wir einfach mal ein bisschen durchrushen können und Erfahrung sammeln können. Aber ich stelle natürlich wieder auf T1, dann wenn wir ein bisschen stärker sind. Vor allem die Stärke muss halt höher, muss mehr Schaden machen. Ja, jetzt wartet ihr hier und werdet gegrillt. Das ist sehr schön. Aha, wir haben voll. Dann gehen wir zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Alle in die Grenzen hier rein. Dann hier mal kurz den Plan. Geheiligte Wehr. Erfolgsrezept. Asharas Wehr. Ist das geheiligte Wehr? Das ist Asharas Gewand. Kann ich gar nicht. Oh cool, wenn ihr angegriffen werdet, eilt euch eure Begleiter gelegentlich zur Hilfe. Ah doch, das weiß ich. Geheiligte Wehr müsste hier sein. Geheiligte Duldung. Okay, das sind sehr viel. Für Hexen. Wieso ist das für Hexen? Hä, das sind alles Waffen. Okay. Das sind alles Einhandwaffen, die muss man zu zweit tragen. Geheiligte Nemesis. Geheiligte Verdammung. Geheiligter Griff. Geheiligte Keil. Hallo. Hallo. Ja. Okay, da ist das nix. Und hier haben wir natürlich alles voll. Oh Gottchen. Das hier und dann schmeißen wir das hier weg. So, und alles andere verkaufen wir. Jetzt haben wir die Handschuhe hier. Nicht so. Bisschen mehr Angriffsschaden. Durch die Angriffsgeschwindigkeit Regeneration brauchen wir nicht im Kampf. Okay, der obere ist eh der Scheiß, den wir angeschaut haben. So, also geht's weiter. Nochmals kurz anschauen, die da. Ja, das ist für Dexterity. So, also gehen wir weiter. Hier können wir nicht weiter.
Komm, Barbar-Dämon, töte sie alle. Ja. Ich denke, das ist genug hier. Gehen wir weiter. Es kommt vielleicht eine kleine Ebene. Ah, aber ich denke nicht. Die ist nicht mehr groß. Und gleich haben wir Paragon Level 49. Ich gehe mal hier entlang. Nee, hier ist nichts, nicht viel. Ja, hallo. Ja, was ist denn das für eine Ebene? Wie geht's noch? Die ist langweilig. Ist das eine Scherzebene oder was ist das? Sniper-Schuss. Hier ist nichts los. Okay, ist ein bisschen mehr los. Aber immer die gleichen Gegner. Das nervt ein bisschen. Keine Bosse, nix. Schlecht. Wir finden nichts. Anbrunnen, das ist doch mal nett. Ah, wo ist der Ausgang? Hier oben rechts. Schon tot. Ja, auf den habe ich ja gewartet. Blutmaul. Was ist das denn? So. Also, wir müssen hier Bewegungsgeschwindigkeit unbedingt. Ja, maximale Zone bringt es eigentlich nicht viel. Weil ich eigentlich nie Maximum Zone habe. Also am Anfang eines Kampfes natürlich. Oh, hallo. Ah, das ist wie heißt es? Dimensionsverbindung, genau. Okay, ist es fertig. Schade. Dann machen wir noch das Ding fertig, die zwei Aufträge halt auf normal. So.
Also, Heim des Wehklagens zuerst. Hier müssen wir was? Selber die Höhlen der Gefangenen. Gefallenen. Gut. Schauen wir kurz noch diesen Ding an. Akt 5 abschließen, okay. Finden wir heute noch etwas Schönes, wie zum Beispiel ein Legendary oder Set Item? Ich hoffe schon. Hallo, wie geht's euch hier oben? Noch einen, cool. Und jetzt noch der Hatsarach Champions. So. Ah, hier ist mal was los und jetzt haben wir ganz viele Kriege. Oh Gott, hier. So, haben wir alles, ja. Und jetzt, alle töten in Ebene 2, das ist klar. Laufen wir einfach durch. Ja, heute ist nicht euer Tag. Hallo, gibt's hier irgendwas? Ei, du. Also, hier ist der Eingang. Hier ist hoffentlich mehr los. Also alles töten. So. Ja, wo denn? Gut, dieser Auftrag ist ja auch fertig. Und jetzt gehen wir zum letzten. So. Ah, das wird recht leicht sein. Ich hoffe, er hat nicht zu viel Leben, auch im Normal nicht. Weil es ist schon ein Schwergewicht, dieser Game. Aber wir haben ja den Kreuzritter, der sollte eigentlich recht stark sein. Bei Bossen ist er eigentlich auch, aber ja, die Gegner haben, also die Bosse haben halt sehr viel Leben, dass das eigentlich nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ach, geht doch aus dem Weg. Ihr habt ja halt euer Geschenk. Ich verteile gratis Geschenke des Todes. Stellt euch das mal vor.
So. Also hier ist mal nichts. Gehen wir rechts herum. Ah, ist dieses Event. Kommt die Große jetzt? Ich will mal wieder die Große sehen, die Große Fledermaus. Nö, schade. Ach komm. Hallo. Ich suche den Schlechter. Wo ist denn der Schlechter? Habt ihr irgendwo den Schlechter hingetan? Ein Helm. Wo ist mein Legendary? Hallo. Suche mein nächstes Legendary. Ah, hier ist ja gar nichts. Was ist denn los? Sonst finde ich doch den Eingang recht schnell immer. Und dann hier rechts. Der Blitz geht einfach immer wie weiter. Der muss gar nicht stoppen, der bewegt sich einfach immer wie weiter. So, Dele. Und jetzt, hier ist es ja. Ist ja so schwer. Da mussten wir hier rechts, okay. So, noch kurz die Zorn-Ding hoch. Ja, weiter können wir leider nicht. Und jetzt haben wir hier den Kampf mit dem Schlechter. Hallo, grüß Gott, wie geht es dir denn? Ist der leicht? Ja, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass der so leicht wäre. Aber es ist ja auch normal. Die Tasche ist schon wieder voll. Geht's noch? Mal rausschmeißen, den rein. Den raus. Den raus. Der rein. Ich bin überlastet. So. Ja, nehmen wir die rein. Die brauchen wir auch nicht. So, schauen wir mal alles kurz an. Blitzfähigkeiten. Oh, das ist natürlich besser. Nehmen wir. Nein. Die auch nicht. Plus 10% Blockchance haben wir gleich. %29. Ja, nehmen wir. Okay, haben wir wenigstens ein neues Schild. So, mal alles. So. Verkauft. Und jetzt, das Ding kommen. Aufmachen, Würfelchen.
und einen Streitkolben. Aber den haben wir schon ein paar Mal. Das ist der gleiche scheiß Streitkolben. Immer und immer wieder. So, sag mal das dritte, vierte Mal. Nein, das ist nur ein anderes. Hä? Sieht aber gleich aus. Okay. Oh, das ist eine geile Nova. Ist natürlich viel schwächer. Die kann das nicht benutzen. Doch, sie kann es. Haha, sie kann es benutzen. Gehört die Frost Nova dann mir? Die Gift Nova dann mir? Wäre doch geil, weil sie besiegt natürlich nicht so viele Gegner. Also tun wir den noch verkaufen. So. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. War leider halt nicht so der Kracher. Aber ja. Es wird besser. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und weiter so schauen, gell? Okay? Ja. Bye, bye.